So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Black Mesa. So, läuft das jetzt? Ja, ich muss nochmal kurz anmerken, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, habe ich ja leider 15 Minuten weitergespielt und er hat das nicht aufgenommen. Ist jetzt also die Aufnahme, die ich jetzt gerade habe, ist auch direkt danach, also ist erst vor ein paar Minuten passiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, wie schon gesagt, ich konnte die Szene leider nicht nachstellen. Ich habe bei den Speicher, hier bei Spielladen habe ich nochmal nachgeguckt. Habe aber leider keinen Spielstand genau da gefunden und ich hatte keinen Bock nochmal so weit zu spielen. Folgendes ist passiert. Hier war der Zaun unter Elektroschocks, dann habe ich einfach mit hier reingeschossen. Hier war irgendwas festgesteckt, dann ist hier auf Off. Dann konnte ich hier durchgehen, weil der Elektrozaun abgeschaltet war. So, ups, ich spreche mal. Dann bin ich diesen netten Weg hier entlang gegangen, hier durch. Aha, ja, das war auch sehr schön. Hier ist auch nicht wirklich viel passiert, aber dieses Vieh ist hier. Alter, ich finde das so... Alter, ekelhaft. Das Level heißt übrigens fragwürdige Ethik. Alter, schon ekelhaft. Mit der DNA und so. Ich laufe hier nochmal kurz rum, damit ihr das alles seht. Hier nochmal mit der Phoni. Aber Phoni, das habe ich... Das ist doch noch alles drauf, ne? Wo ich den Phoni und so, ne? Die schlechten Witze werden auch nicht alt. Ich kann hier runter. Cool. Das habe ich gar nicht mal gesehen letztes Mal. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich habe gerade einen Hustenbonbon in Tuss. Bäh. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen die Viecher kämpfen, aber nicht allzu schnell. Finde ich echt gruselig. Ja, hier habe ich die Computer, natürlich Phoni. Hier, Phoni, alles wieder zertrümmert. Periodensystem. Das liebt jeder, das Periodensystem. Naja, natürlich eigentlich nicht. Ja, ich hasse das. So. Hier ist dann auch nicht wirklich viel passiert. Das müsste wieder am Anfang sein. Das müssten wieder diese Büros sein. Containment Lockdown. So, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Ich hab's wieder verpeilt. Ach genau, da waren wir her. Dann war wieder dieser Typ da, dieser... Ach Gott, sag's mir schnell, ich weiß auch nicht, wie er heißt, dieser... Ja, dieser Bösewicht, möchte ich sagen, der hier die ganze Zeit auftaucht. Dann konnten wir hier diesen schönen Knopf drücken. Da waren hier ein paar Viecher. Und dann ist Folgendes passiert. Und dann habe ich noch einen Erfolg gekriegt, wegen fragwürdiger Ethik. Hier könnte ich noch ein Knöpfchen drücken. Ist jetzt schade, dass ich es nicht nachstellen kann. Das tut mir wirklich sehr leid. Das, ich war wirklich der Meinung, die Aufnahme ist weitergelaufen. Aber wie schon gesagt, es war jetzt wirklich nicht so viel. Es ist wirklich noch zu verkraften. Es waren zum Glück nur 15 Minuten, in denen jetzt auch nicht wirklich viel passiert ist. Ich habe hier eher ein bisschen, ja, rumgegeistert. Funny! So. Mail, das ist das Abteil, das nicht für uns ist. Hier, wir müssen in viel mehr rein. Ja, super. Hier können wir eigentlich gar nicht hin. So, der alte Klopapierwitz, der wird auch nie alt. Hallo, ich will mal ein Klopapier, bitte. Dankeschön. Klopapier, Klopapier. Also, ich glaube, der muss mal zum Arzt. Also, natürlich ist er tot, aber wenn dir sowas beim Pissen passiert, das kann nicht gesund sein. Ich bin mir nicht sicher, aber das war, glaube ich, wirklich das, wo wir ganz am Anfang waren, ne? Könnte es sein? Notice, wash your hands. Wow, unfassbar. Also das, wow, das ist unfassbar, dass sie sowas hier angeben müssen. Ich bin schwer beeindruckt. Genau. Dann war hier vorne wieder dieser Typ. Der quatscht uns jetzt wieder an. Na, Alter. Hey, hey, Buddy. Ja, komm ruhig mit. It ain't no good up there. It's all sealed off. Yeah. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. Okay. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere. Ja, ich glaube das auch. Maybe with both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Ah, scheiße, Mann. So, hier sehe ich mich mal wieder ein bisschen um. Bildschirme kaputt machen und so. Aber hier gab es dann eigentlich auch nichts Besonderes. Hier bin ich ein bisschen rumgelaufen, aber mehr ist jetzt auch nicht passiert. In den 15 Minuten. Genau, hier war noch irgendwie ein Bild. Ja, die Bildschirme fand ich cool. Die laufen ohne Kabel. Unfassbar.
So, hey Buddy, komm mal her, hey Kumpel. Roger that, let's run like hell. Let's run like hell. So, hallo Mr. Chair. So, hier ist noch ein Bildschirm. Hier können wir gucken auf unseren Swanson. Kenne ich Swanson, finde ich sehr gut. So, dann hier noch Uppercut, Rumpels, Quarrels, Rumpels, French Fries, Frischchips. Frischchips sind gut. Ja, ja, schon gut, alter Junge. Davon ist noch ein bisschen Leben. Ach ja, genau, hier war noch. Die alten Kerle. Cola, Roller oder Bola. Apin, Hugh und Rotter Crab. Und hier kannst du dir einen, kann ich das nochmal weg? Hier kannst du dir einen Headcrab machen in der Mikrowelle. Hm, vielleicht die beiden Leichen da drüben, ich bin mir nicht sicher. So, Kaffee. Na? So, na gut, wir haben hier lang genug rumgehongen. Hey, gehongen, gehangen. So, wieder ein bisschen Leben dazu, kann ich schaden. Alter Schwede. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Das brauche ich gerade nicht. Huch. Gut. So, willkommen zurück. Ich weiß ja auch nicht. Oh, oh. Ich drücke hier mal kurz auf Pause. Ja, ich habe eben schon wieder das Spiel aus Versehen ausgemacht. Hier läuft gerade wieder nebenbei der Fernseher. Das habe ich ja super gemacht. Oh, scheiße. Ja, auf jeden Fall, ich habe das Spiel eben... Ja, keine Ahnung, ich habe beim Rennen aus Versehen wieder irgendwie irgendeine Box geöffnet. Hab das Spiel wieder zugemacht. Zum Glück hat er jetzt halbwegs alles gespeichert, jetzt sind wir wieder hier. Ich echt Leute, heute ist nicht mein Tag. Ich muss mal gucken, ich habe eben 6 Minuten aufgenommen, also ich nehme jetzt höchstens noch 10 Minuten auf. Ach du Scheiße. Was ist überhaupt der andere Typ? Sorry, ich gehe nochmal kurz zurück und hol den. Entschuldigung, bitte warten. Ich glaube, der kann es ganz hilfreich sein. Boah, so echt, was heute hier los ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie bei allem so, ich habe vorhin schon was aufgenommen. So, du kommst mit. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, Junge. We can track them down and get them to let us out of here. Alter Schnauze! Entschuldigung, musste sein, also... Echt, ganz ehrlich, so geht das ja auch nicht. Let's get the hell out of here. So, kannst du jetzt mal mitkommen? Ja. Alright, I'll hold it down over here. Let's get the hell out of here. So, jetzt kommt er aber mit. So, kommen sie heran. Ja, jetzt läuft's. Ich hab das Gefühl, den können wir jetzt noch ganz gut gebrauchen. So, komm mal her, alter Knabe. Hey, Buddy. So, alter Schwede. Mann. Was hier heute wieder los ist. Unfassbar. So, jetzt aber los. Oh. Nein! Nein! Entschuldigung, kann ich das normal laden? Ich habe, glaube ich, unseren eigenen Mann gerade umgebracht. Schade. So. Mehr waren es nicht. Ich dachte, da kommt gleich wieder der ganz große Ansturm. Ich werde dir... I feel a lot better if you reloaded. Oh. Dankeschön. Ich sehe mich ja mal kurz um, aber... Naja, schon gut, alter Junge. Oh, Fehlermeldung. Auf jeden Fall... Das war jetzt aber wirklich ein bisschen wenig. Ich dachte, da kommt gleich wieder der... Ganz großer Ansturm, aber... Here, let me get out of your way. So, wir holen uns ein bisschen Energie. Oh, Energie.
Wir gehen jetzt langsam, glaube ich, wirklich aufs Ende zu. Ist irgendwas? Catch your breath yet? Ach, alter Junge, alter Junge. So, ich gucke hier nochmal kurz durch. Hätte ja was da sein können. So, Biodome Complex Lab Announcements. Ja. Sehr interessant. Alter. So, dann können wir, glaube ich, auch gleich mal weitergehen. Das waren aber jetzt nur 3 Soldaten, ey. Was war denn das? Das war ja gar nichts. Wieder ein Labor. Catch your breath yet? Ja, geht schon, alter Junge. Der Freeman, der lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Oh, schade. So, wieder ein toter Mann. Wir kennen das Prozedere. We need to get going, sir. Ja, ja, oops. ganz gut. Sorry. Kein Problem. So. Endlich mal wieder Pumpgun, Alter. Wurde ja auch mal wieder Zeit. Langsam haben wir alles hier. Die Harpune, die könnten wir auch mal wieder benutzen. You catch your breath yet? Ja, ja. Here, let me get out of here. Ja, ist schon okay. What's black and white and should be read all over? Ah, oh, dieser Zettel da, ne? Sehr lustig. Das war jetzt irgendwie wenig. Decontamination. What the hell is this? Frag ich mich auch. Wenigstens haben wir ja gerade mal einen Typen bei uns. Wenn wir ganz alleine sind, ist es auch nicht so schön. Ach du Scheiße. Kein gutes Gefühl. Hallo? Kannst du mal rankommen? Ich will nicht alleine rumlaufen. Phony, finde ich gut. Wieder Phony. Alter, Bakterien oder irgend so ein Scheiß. Tut mir leid, ich bin kein Biochemiker. Ich weiß es nicht. Alter, jetzt kümmere dich mal darum, Junge. Excuse me. Verdammt, ich hab gedacht, er kann die jetzt so locker leicht hier erschießen, dass wir die Pumpgun benutzen. Ja, das ist falsch, das habe ich sofort erkannt. Unfassbar. So, wieder ein toter Doc, natürlich. Okay, dann. We should probably be doing something. Gibt's irgendwas zum Drücken? Huch! So, wir haben es einfach mal aus Prinzip gemacht. So, Mr. Chair. Kann ich ja mal wieder raus. Dankeschön. Mann, diese Aufnahme. So. Nein! Bring it on! Was ist hier überhaupt noch? Okay, ich glaube, wir haben alle erledigt. Ach, du bist es, Alter. Schreck mich doch nicht so. Mann. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, dann geh mal weg. Junge. Ich weiß nicht, ob ich hier arbeiten will. Das ist ein bisschen... Reload, Doc. Oh, danke schön. Ach, hier geht's weiter, okay. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. So, frisch gewischt. Na, da hat der Hausmeister aber keine gute Arbeit geleistet. So. Boah! Schwinden die Leichen schon wieder, ey. Was soll denn das? Na, du hast mir ja wunderbar geholfen, Alter. Stehst du hinten rum? Ja, das sieht sehr gut aus. Ich bin gespannt. Da geht's auch weiter. Okay. Doch, hier geht's auch weiter. Excuse me. Don't forget to reload.
Oh, dankeschön. Ich bin verwirrt. Verwirrt. Ich geh jetzt mal hier lang. Eiskammer. Ich speichere gerade nochmal. Ja, das ist sehr gut gelaufen.